würde richtig gerne Markierungen auf der Karte setzen können. Ja, hilft nichts. Ich gehe mal ein bisschen spazieren. Silber. Ich brauche mehr Post-its am Monitor. Tin ist südsüdöstlich der Basis. Das wäre zum Beispiel ein ganz gutes Post-it. Bemerken war ja auch nicht so wirklich drin, weil das sah alles gleich. Oh. Nehmen wir mal was das da. Und das da. Erstmal das vor der Basis. 502. Das schreit doch gerade dazu, automatisch abgebaut zu werden. Oder ich mache das so, wie Sova das vorgeschlagen hat. Der hat das so gemacht, dass. Ich glaube, er hatte Solarzellen mitgenommen. Also einfach ein Mining Drill, Solarzellen, Kiste und dann gib ihm. Und das dann immer schnell aufgebaut, einmal durchrödeln lassen und wieder abgebaut. Das geht ein bisschen besser als das, was ich jetzt hier gerade mache. Ich könnte versuchen, natürlich noch eine schnellere Pickaxe zu bauen, aber dafür brauche ich dann wahrscheinlich wieder andere Forschung. Zum Beispiel das da. Bräuchte aber auch mal eben 250 von allem. Hätte dann aber eine Mining Power von 10. Also doppelt so viel wie das jetzt. Damit könnte ich das wirklich fast alles von Hand machen. Wie viel brauchten wir für den Schmelzofen? 15. Also könnten wir jetzt schon 3 bauen. Aber es ist nicht wirklich viel. Ich glaube, ich gehe dann mal doch lieber auf 65. Und es wird dunkel und wieder hell. 65, so. Auf. Zu. Damit ich ein paar mehr davon bauen kann. Und dann müssen wir regelmäßig halt da unten runterlaufen. So lange, bis ich die Stromverbindung bis da hinten hinbekomme. Was ich jetzt eigentlich schon machen könnte, aber ich habe nicht mehr einen Mining Drill. Bauen wir einen Mining Drill. Bringen Fuel Blocks wieder mit nach oben. Hast du Eisen dabei? Ja. Dann hau bitte Eisen hier rein, sonst steht das wieder alles still. Weil die Tanks da zu klein sind. Nee, ich würde ungern jetzt meine ganzen Chips dafür verballern. Ist okay, ist okay. Die hier leeren sich auch langsam. Das könnte ein Problem werden, irgendwann habe ich kein Schweröl mehr. Aber das ist nicht wirklich ein Problem. Dann machen wir einfach die Fabrik da aus und dann ist gut. Forschung ist am Machen. Dann sollten wir eigentlich auch später dann die Munition automatisieren, ne? Die panzerbrechende. Damit die Türme auch alle gute Munition haben. Also die Langstrecken, physikalischen Türme, nicht die Photonenschleudern. So, du. Zweier Research, Dreier kostet schon einen Tacken mehr. Ich glaube, ich nehme da mal Speed. Was? Gunter Damage. Oh, ich habe die ganze Zeit Speed genommen. Whoops. Ja, Research mal. Lalala, Details. So, Fuel Blocks. Schmeiß ich mal hier drin, weil es näher dran ist. Und es ist ja auch eine passive Kiste. Das heißt, die Roboter können dann schön hier zickzack fliegen. Weil wir jetzt wieder an dem Punkt sind, dass alle Roboter ausgelastet sind. Wollte ich nur mal so anmerken. Weil sie halt mich versorgen müssen. Ach ja. So, ein Portable Solar Panel hätte ich ganz gerne, damit das Ding sich irgendwann mal füllt. Und ein Schild, damit ich ein bisschen was an Schutz mehr habe, als ich jetzt habe. Das ist zumindest ein Anfang. Was noch? Tin. Wir müssen Tin schmelzen. So. Mach mal so. Tu das mal dahin. Mach da ein Ärmchen ran. Keine Fuel Blocks. Ernsthaft? Warte mal. Genau deswegen nehme ich normalerweise immer 2 Stacks für mich, für den Privatbedarf. Du da und du bekommst jetzt unser schönes Tin.
Wobei, Tin hatten wir auch irgendwo schon mal. Zink, nein. Tinor, da. Komm mit. Noch mehr davon. So, das landet jetzt alles in der Kiste und steht dem System dann zur Verfügung. Ich habe aber keinen Abruf dafür. Das heißt, sobald 15 da voll sind, baue ich einen von den Electric Smeltern. Und der erste wird sein, ich denke mal hier unten. Und dann machen wir hier einen Viererblock mit Stahlschmelzen. Boah, dafür brauchen wir mehr davon. Da brauchen wir Stahl. Was gerade nicht so wirklich im Angebot ist. Warum wird gerade so viel Stahl verbraucht? Du kriegst neuen Treibstoff. Gib mir. Wie viel fehlt noch? 7. Ich glaube, ich wäre besser dran, wenn ich irgendwo Stahl mopse. Hm? Ja, hier, her damit. Ja. Bauen eine Substation. Substation bitte hier unten hin. Gunter Damage Upgrade Nummer 2. Research. Ja, die Kisten wären dann noch im Bereich mit drin. Das ist okay. Also wir bauen jetzt hier die Schmelzen hin. Die Kisten hier hin. Und die Kisten sind dann noch im Roboport-Bereich. Die Schmelzen selber nicht, aber das ist egal. Ja, okay. Dann hätte ich jetzt gerne mein Din. 30. Reicht für 2 Stück theoretisch, aber wir haben keine Steinziegel. Brich das mal kurz ab. Und brenn mal ein paar davon. Das müssten wir eigentlich auch etwas eleganter automatisieren. Dass wir das so machen, dass er sich hier Steinziegel rausnimmt und sie ins System legt. Aber nur, wenn im System weniger als 200 sind. Und wenn im System mehr als 200 sind, dann legt er es nicht raus, sondern ein anderes intelligentes Ärmchen nimmt es dann und macht dann raus aus dem Überschuss quasi Mauern. Aber da nie genug haben können. Wobei, sagen wir mal so, dass er so lange Mauern baut, bis 1000 Mauern im System sind. Und dann staut sich der Stein. Damit wir nicht irgendwann in der Situation sind, dass wir zigtausend Mauern haben, aber keinen Stein mehr für Steinzahnräder zum Beispiel. Das werden wir aber nicht so schön in einem Viererblock machen müssen, machen können. Das werden wir irgendwie anders machen müssen. So, haben wir genug? Jo, bau 2 davon. Ich hätte auch gerne eine Fabrik für Eisensticks und für die doofen Rahmen. So, erste elektrische Schmelze ist breit. Zack. So, du kriegst sofort Pollution-Module. Machst jetzt nur noch 0,54 Pollution. Achso, du hast eh nicht so viel gemacht. Das Problem bei denen war halt, dass sie viel Strom brauchten. Und Strom sind dann wieder Fuel-Blocks. Und Fuel-Blocks brauchen die Chemical-Plants. Und die Chemical-Plants machen viel Pollution. Das war die Kette. Aber sollte sich trotzdem einigermaßen aufgeben. So, du hättest erstmal ganz gerne Eisen. Ja, du hättest gerne 200 Eisen, was wird schnell verbraucht. Okay. Dann kriegst du eine Kiste. So. Keine Ärmchen mehr. Gib mir Ärmchen. Das geht sich auf, ne? Ja, das kleine Ärmchen schafft es schnell genug, Sachen reinzulegen. Ja, okay, brauchen wir also kein schnelles Ärmchen hier. So. Dadurch haben wir jetzt noch einen Stahlproduzenten. Dadurch werden wir weniger Eisen haben. Das heißt, wir brauchen nicht. Ja, okay, doch. Das können sich aufgeben. Nehmen wir das da. Und die hier alle müssten wir jetzt auch umstellen auf elektronisch. Oder wir lassen das Eisenerz fliegen. Aber das ist immer so eine Sache, ne? Ja. Das heißt, wir müssen das ganze Ding hier umbauen. Das ist nicht schön. Ich mach das irgendwo hier oben. Ich mach einfach mal noch einen Drill. Wobei, so können wir das machen, oder?
War das Ding schneller? Ne, Crafting Speed war gleich bei denen. Okay, dann mach so. Setz den da hin. Du hast keine Stromverbindung, ja. Ach so, wieder ein halbes Ärmchen. Pollution 0,9. Bei denen lohnt es sich ja schon fast, Speedmodule reinzupacken. Wobei, die machen da wieder... Was machen Speedmodule heutzutage? Energy Consumption plus 30%. Nee. Mehr Energieverbrauch heißt wieder mehr Fuel Block Verbrauch heißt wieder mehr Smog. Nicht so schön. Hier kriegst du ein Pollution-Modul. Und ich hätte gerne ein paar mehr davon. Die gehen gerade irgendwie recht schnell weg. Ja. Also ich hoffe, es haut jetzt hin mit dem Eisennachschub, weil wir ja den zweiten Stahlproduzenten jetzt haben. Wobei ich eigentlich ganz gerne den hier wegschmeißen würde, weil er passt nicht in die Optik. Wie ihr übrigens auch nicht. Ja, alles weggefuttert, wie nichts Gutes. Es fehlen wieder Steine. Die Steine. Wer damit? Wer damit? So, bau noch einen davon. Und danach bitte ein paar Fabriken, damit ich noch mehr Sachen automatisieren kann. So, was nun? Achso, ich hatte Bullet Damage erhöht, nicht Gun Turret Damage. Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Ah, okay. Bullet Shooting Speed beeinflusst aber auch die Türme, oder? Ich hoffe. Bullet Damage, Gun Turret Damage. Ich muss mal zum Turm hinlaufen. Da. Damage ist 2 plus 0,88. Wie setzt sich die 0,88 zusammen? Durch die Forschung am Gun Turret Damage kriegt er 20%. 20% von 2 sind 0,4. Und dann haben wir wie oft die Bullet Damage Upgrade haben wir 3 20% Bonus. Oh, warte mal, das deckt nicht. Da. Also 20% hiervon. Und 20% hiervon. Wären 40%. 40% von 0,2 sind 10% sind 0,2. Wären 0,8. Warum 0,88? Aber ja, sie scheinen auf jeden Fall zu stacken. Das ist sehr gut. Das heißt, wir forschen jetzt die Geschwindigkeit einmal für die Munition selber. Und einmal für die Türme haben wir nichts mehr. Ne. Okay, aber das erforschen wir jetzt. Go. So. Dann machen wir das auf. Du bekommst ein Mini-Solarpanel. Und einen etwas größeren Schild. Das Schild füllt sich schon. Das ist sehr gut. Ist jetzt nicht viel, aber es ist besser als nichts. Und das ist echt nur für First Contact Schaden. Das regeneriert sich so langsam, das wird uns im weiteren Kampfverlauf dann nicht helfen. Aber für die erste Wucht ist es okay. Dann wollte ich noch mehr davon bauen eigentlich, aber ich habe nicht genug Holz. Ja, ich hätte gerne Construction Bots. Zwei Stück, damit wir wenigstens ein bisschen was von denen haben. Habe ich das Deconstruction Ding schon, das rote? Ne, das sollte ich auch noch demnächst erforschen. Das da. Damit ich ein bisschen Holz wegholzen kann. So, wo ist meine Steinvernichtungsabbauanlage da? Da hinten. So. Ganz viel Stein. Okay, dann hätte ich jetzt gerne Holz. Holz hatten wir hier oben. Ein bisschen was, ja. So. Was wollte ich bauen? Mist. Genau, die Engines. Da, bau das. Jetzt brauchst du ganz viel Eisen. Eisen sollte eigentlich okay sein. Schnapp mir alles an Tin hier. Schnapp dir hier mal ein bisschen was an Eisen. Bau jetzt die Secondary Engines. Und das dauert. Gib mir die da. Alle.
breche die ab. Wow. Erstmal die hier weiter. Weil ich wollte ja eigentlich zuerst die hier bauen, damit wir hier das aufbauen können, das Ganze. Und danach dann die da oben ransetzen. So, Liquid Handler fehlen. Boiler fehlen. Was fehlt für Boilern? Nix. Bauboiler. Schon wieder rote Blätter, schon wieder rote Ohren und Sticks und alles. Fabriken kommen einfach mit in die Liste. Nächste Folge. Fabriken bauen für solches Zeug. Weil ich habe keine Ahnung, wie viele ich davon noch bauen muss. Damit wir irgendwann unsere ganzen Lasertürme und Riesenverarbeitungsanlagen mit Strom versorgen können. Dann habe ich gerade eben hier Forschung weggeklickt. Mach bitte... Wie viele haben wir jetzt noch für den roten? Genug. Okay. Roten, weg damit. Also genau, nächste Folge, das hier weiterbauen. Die Fabriken aufbauen, um noch mehr Sachen zu automatisieren, damit alles im System vorhanden ist oder zumindest mehr. Ja, das bauen. Forschung ist okay. Versuchen, die Robots zu bauen. Weil wir haben momentan wirklich öfters Situationen, wo nicht alle Roboter ausgelastet sind. Das heißt, die können dann auch ruhig die Fuelblocks von unten holen und die da regelmäßig befüllen. Das sollte okay sein. Dann das hier mal beschränken, auch wenn ich nicht glaube, dass es irgendwann mal eintritt. Und noch mehr hier bauen. Noch mehr Stahlherstellung. So lange, bis wir anfangen, wieder ein Eisenproblem zu haben. Weil ich hätte echt ganz gerne ein bisschen Stahlüberschuss, damit ich jederzeit Kisten bauen kann für die ganze Automatisierung und so weiter. Ja, das wäre der Plan für die nähere Zukunft. Und dann später halt Power Armor MK1. Die ausrüsten und töten, 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 töten. Für genug Alien-Artefakte für die Power Armor MK2. Und so weiter. Bis gleich.